Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen im Landwirtschaftssimulator 22, das allererste Video. Wir sind jetzt nach dem Livestream und ich habe gerade eben beschlossen, ich werde jetzt, während ich da vorne noch den Grubber durch das Feld ziehen muss von Hand, Stroh verkaufen. Ich habe mir das schon mal angeschaut jetzt in meinem anderen Spielstand, wo ich alles ausprobiere und das hat funktioniert. Jetzt werde ich das hier genauso machen. Das ist ja eine wunderbare Karte, eine Landschaft, durch die der Traktor da gefahren ist. Das ist unglaublich. Also wunderbar gestaltet. Ich kriege immer mehr Spaß, immer mehr Lust an diesem Spiel jetzt hier. Also das ist ganz, ganz toll, muss ich sagen. Jetzt werden wir erstmal Stroh einsammeln hier. Also nicht einsammeln. Laden. So. Und zwar hier. Nein, Heu haben wir noch keins, aber Stroh. So. Sieht doch klasse aus. Okay. Jetzt werde ich denen schon mal... Ach, hier, Rehe! Ohne Ende Rehe! Ich will die doch nicht mal in den Haufen fahren, Mensch! Müssen wir aber langsam, vorsichtig fahren. Ich muss den Traktor zur Straße vorbringen, weil das besser... Oh, oh, die witschen durch die Wände durch. Ah, die sind ja niedlich gestaltet. Und was ich noch bemerkt habe, ist, die Menschen in der Stadt vorne... Die bewegen sich nicht mehr so komisch, zackig, also so unnatürlich, sondern die laufen richtig geschmeidig. Das ist auch ganz doll verbessert worden. Also das ist ja eine tolle Sache. Moment, wir fahren wieder in die andere Richtung, das sehen wir mehr. Wird das was? Ja, aber ganz knapp. Ich wollte den über die Brücke schicken, weil die Tour ist zwar länger... Aber wir kriegen was von der Karte zu sehen. Deswegen mache ich das jetzt auch wieder so. Das ist völlig in Ordnung. So. Das hätten wir schon mal. Jetzt auf Harvey Helfer. Jetzt wollen wir einen Shop erstellen. Ich habe vorhin schon nachgeschaut, dass der Strom momentan in der Biogasanlage hier oben am besten verkauft werden kann. Da bekommt man den besten Preis dafür. Und da werden wir unseren Traktor jetzt hinschicken. Wir einen Shop erstellen. Ich nehme, ja, freie Fahrt, ist klar. Ich mache jetzt einfach nur die Hinfahrt und nachher separat auch die Rückfahrt, weil das momentan für mich zumindest am besten klappt. So, Zielposition. Das ist hier. Ich werde mal... Ja, ich werde ihn da genau hier auf diesen Weg stellen. Und zwar in diese Richtung. Da braucht er nicht so rumeiern. So. Wo haben wir jetzt hier zurück? Ja, hier. Okay, alles klar. Ja, das ist wieder klasse. Vorführeffekt. Jetzt klappt das nicht. Vorhin ist das gegangen. Ich habe jetzt irgendwas anders gemacht. Nochmal. Also. H. So. Okay. Job erstellen. Zielpunkt setzen. Dahin. Die Zielrichtung festlegen. Jetzt habe ich hier unten wieder nur abbrechen. In meinem anderen Spielstand hatte ich hier unten zurück. Wenn ich hier auf Abbrechen gehe, dann macht er das ja nicht. Ach, Shop starten habe ich vergessen. Da muss ich hin. So, und jetzt zurück. Jetzt haben wir es. Und jetzt fährt er los. Wir werden ihm mal folgen und uns mal die Karte anschauen. Ich kann euch wirklich versprechen, ist toll. Wer das noch nicht gemacht hat, noch nicht so in die Strecke drüber gefahren ist, der kann das jetzt genießen. Ich werde ein bisschen weiter raus scrollen und da können wir dann ein bisschen mehr sehen, ne? Das ist einfach
richtig, richtig gut gestaltet. Also, das ist eine tolle Karte. Bereue ich keine Sekunde, dass ich die ausgesucht habe. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass das so klasse ist. Ich bin mal gespannt, ob der kleine Traktor den Berg da drüben hochkommt. Im anderen Spielstand habe ich da bereits ein Glas. Der hat ein bisschen mehr Power. Aber mal schauen. Und wenn er ganz langsam fährt, Hauptsache er kommt an. Alles andere ist gar nicht so ein Problem. Bin echt gespannt. Schaut euch das mal an, wie schön das hier gestaltet ist. Ist das nicht herrlich? Toll, ne? Ja, manchmal lenken sie noch so ein bisschen hin und her, wenn sie die Strecke finden müssen oder irgend sowas. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie ab und zu mal ein Hindernis unter der Straßendecke, das weiß ich nicht so genau. Hier drüben schaut mal, Fischteiche. Wie finde ich das denn? Herrlich. Ist doch toll. Das ist also schon eine toll gestaltete Landschaft. Mein Gott, ich habe Zungensalat heute. Ich habe doch gar nichts getrunken, außer Kaffee und Wasser. Naja, manchmal ist das so komisch. Da denkt man schneller, als man reden kann. Und dann kommt dabei dann sowas raus wie Zungensalat, ne? Toll, ist richtig schön gemacht. Hier könnte es sein, wenn mal was schief geht, dass ins Wasser geraten. Das hoffe ich nicht. Aber wer weiß, es kann passieren. Der weiß genau, wo er hin muss. Ja. Hier durch die Brücke durch und so hätte er, wenn ich die andere Strecke genommen hätte, rechts rum vom Haus aus, da hätten wir das nicht gesehen. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das mal so, dass wir das auch sehen hier. Ich meine, früher oder später sehen wir das ja sowieso, aber ich bin so begeistert von dieser Map hier, also. Das ist schon toll. Ja, jetzt muss er hier hoch. Ich bin mal gespannt. Aber ich denke, der wird es packen. Sieht ganz gut aus. Er muss sich ein bisschen anstrengen, aber das kriegt er hin. Unser Konto hat auch ein bisschen abgenommen, aber das ist noch okay so. Damit kann man noch was anfangen. Ich muss noch einen Düngerstreuer besorgen. Da nehme ich so einen ganz kleinen, den man hinten anhängen kann, so der nicht ein eigenes Fahrwerk hat, sondern dieses ganz kleine Teil, der hat auch eine gute Streubreite. Das reicht am Anfang völlig aus. Dafür sollte es reichen. Jetzt verkaufen wir noch Stroh. Da kommt noch ein bisschen was dazu. Und ich habe ja nicht nur den Einhängerstroh, sondern noch einen. So, jetzt muss er hier hoch. Genau. Noch einen Schluck trinken direkt. So, hier habe ich den Zielpunkt gesetzt. Jetzt dirigiere ich ihn weiter zum Verkauf. Jetzt muss ich mal gucken, ob er auf der anderen Seite auch hoch kann. Ah ja, genau. Oh, Shorty, hier stehen Laternen. Hier stehen wunderschöne Laternen. Ich weiß nicht, ob die Collie haben. Wir können mal probieren. Moment.
ganz vorsichtig. Ja, Sie haben Kollision. Okay. Ja, mal so ganz vorsichtig auf Tuchfühlung, ne? So, ich fahre jetzt hier hinten rum. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Vorhin bin ich dann rückwärts von dem Trigger runtergefahren. Das ist auch gegangen. Schauen wir mal, ob der Platz hier so... Doch, das reicht, das geht. Hier ist nämlich der Trigger. So. Hier können wir jetzt das Stroh verkaufen. Mal schauen, wie viel dabei rüberkommt. Oh, immerhin. 1488. Sehr gut. Das ist doch was. So, jetzt schicke ich den wieder los. Aber ich bringe ihn zur Straße. Das hat hier Mario Hirschberg auch empfohlen. Und auch hier der von Kornhub. Am besten auf die Straße setzen, dann klappt das fast immer, dass es funktioniert. So, der nimmt jetzt einen anderen Weg nach Hause zu. Wenn es wieder so ist, das werden wir dann gleich sehen. Schauen wir mal. Gehen wir wieder auf H. Shop erstellen. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist das nachher, da geht das in Fleisch und Blut über. Dann kann man das auch im Schlaf. So, ich will den hier unten zum Hof herstellen. Und zwar die Fahrtrichtung. So. Okay. Na. So. Dann muss der ja dann von rechts hier kommen. Und er macht jetzt hier eine kürzere Tour. Er fährt jetzt nicht ganz hier hinten rum, sondern er fährt kürzer, wenn er es wieder so macht. Schauen wir mal. Shop starten. Und dann verfolgen wir ihn wieder. Die Zeit nehmen wir uns einfach. Ja, schon schön, also. Eine herrlich gestaltete Landschaft. So richtig schön natürlich. Die Grafik ist gut. Alles ist gut. Also ich muss sagen, das ist ein sehr gut gelungenes LS22-Spiel. Jawohl. Kann man nicht anders sagen. Bäume hier. Ganz mal was anderes. Hier sind die Leute, die bewegen sich ganz normal. Unglaublich. Nicht mehr so rackig, so komisch. Naja, ihr wisst schon, wie ich es meine. Vorne in der Ortschaft, jetzt fährt er hier rum und nicht rechts rum wieder zurück. Also hier könnten sie auch runterrauschen ins Wasser, wenn es verkehrt läuft. Ja, ja. Das ist einfach ein kleiner Hafen hier oder zumindest eine Anlegestelle. Ist auch schön gemacht. Jetzt fahren wir hier durch die Ortschaft. Hier seht ihr, die Leute, die laufen ganz normal. Richtig geschmeidig, locker. Sehen auch gut aus. Haben alle was anderes an. Ist toll gemacht worden. Also schön, wirklich. Gefällt mir sehr, sehr gut, die Map. Das ist doch schön hier. Ja, jetzt biegt er direkt hier ab
Und da kommen wir nämlich am Händler raus und der Händler ist ja nicht weit von unserem Zuhause. Und da habe ich vorhin gar nicht schlecht gestaunt. Die Strecke ist wesentlich kürzer. Wenn ich ihn mit dem zweiten Hänger schicke, lasse ich ihn auch die kürzere Strecke jetzt fahren und werde derweile etwas tun am Hof. Ich muss ja noch grubbern. Weil zweimal grubbern hintereinander, das macht er halt nicht automatisch, das streikt der Helfer. Das hab ich auch nicht dran gedacht. Aber ja, das ist die Erfahrung, muss man halt machen, damit einem das wieder in Sinn kommt. Wenn man die ganze Zeit mit Cosplay und Autodrive gespielt hat, da hat man die Eigenarten des anderen Helfers ja gar nicht mehr auf dem Schirm. So, da sind wir ja gleich. Okay. Dann kommen wir weiter. Jetzt übernehme ich wieder. Dann laden wir noch mal Stroh. Oder ich könnte auch das Getreide laden, was ich abgekippt habe. Das ist immer noch was anderes. Stroh können wir ja vielleicht auch noch gebrauchen, ne? Wenn wir vielleicht die ersten Tiere haben, obwohl bis dahin haben wir ja auch wieder Stroh gesammelt, vermutlich. Aber ich mache es trotzdem mal. Ich will mal schauen. Ich weiß jetzt noch nicht, wo ich das verkaufe. Das muss ich gleich nachschauen. Aber wir brauchen ja schließlich Geld. Also müssen wir verkaufen. Jawohl, Weizen. So, müssen wir mal gucken. Weizen. Der Getreidespeicher. Da muss ich mal schauen, wo das ist. Ich werde den mal hier runternehmen. So, ich stelle den hier auf die Straße. Und jetzt muss ich erst mal gucken. Getreidespeicher. So auf der Karte kann man das jetzt gar nicht so ausmachen. Das ist nicht so toll, dass das immer. Ich muss das erst anklicken, bevor ich da was finde. Ach hier. Ist ja gar nicht so sehr weit dann. Okay. Getreidespeicher. Dort werden wir hin schicken. Gut. Okay. H. Shop erstellen. Zielpunkt. Ja. Am besten. Ach, ich stelle den hier unten auf die Straße und dann werde ich vor Ort gucken, wo ich da hoch kann. Später, wenn man das weiß, wo man hoch kann, da kann man das ja anders machen. Shop starten. Willst du nicht? Ziel nicht erreichbar. Das ist das, was Mario gesagt hat und auch der von Kong hab. Eieiei. Ja, persönlich dahin fahren will ich nicht. Oder sollen wir? Nö, ne? Schauen wir mal. Es war nicht so sehr weit weg. Naja, so nah ist es auch wieder nicht. Ich werde mal den Zielpunkt anders setzen. Mal gucken. Dass wir wenigstens ein Stück weit fahren lassen können. Shop erstellen.
Dann schicke ich den halt. Ich schlage mal einfach nur hier auf die Straße. Mal gucken, ob das klappt. Aha. Dann war dort vor Ort direkt wahrscheinlich irgendwas, wo er gehindert worden wäre. Das werden wir ja dann sehen. Okay, du fährst wieder links. So, ich lasse den mal fahren. Oder, ach, wir bleiben dabei. Wir kennen ja die Map noch nicht. Der Grupper kann warten. Ich mache das jetzt einfach mal so, dass wir ein bisschen was zu sehen kriegen hier. Das ist ja gar nicht verkehrt, ne? Ja, da muss ich ganz schön mühen. Das Getreide ist etwas schwerer als das Stroh vermutlich. Ich kann es nicht wirklich sagen, nicht einschätzen. Ich weiß das nicht, aber es könnte sein, dass es so ist. Hier haben wir unseren Shop. Jetzt müsste er sich hier wahrscheinlich rechts orientieren. Vorhin ist er ja von links nach Hause gekommen. Da müsste er jetzt dann praktisch rechts rum. Vermute ich. Wissen tue ich es nicht. Das entdecken wir jetzt gemeinsam. Jawohl. Die Tour, die fährt er das allererste Mal, die habe ich auch auf einem anderen Spielstand noch nicht gemacht. Das ist jetzt völliges Neuland und ich werde den anderen Spielstand auch löschen. Man kommt nämlich durcheinander. Welche Maschine man hat, welche nicht, welcher Traktor und auf einmal ist man im Spiel und sucht den und der ist gar nicht da. Ja, das werde ich verhindern. Also den anderen Spielstand werde ich definitiv löschen. Und da weiß ich dann ganz genau, wenn ich hier reingehe, da weiß ich, was ich habe. Das war ja nur zum Probieren, dieser andere Spielstand für heute Nachmittag, bevor ich in den Stream reingegangen bin, weil ich so ein bisschen Vorkenntnisse wenigstens haben wollte, bevor ich da was anfange, ne? So ein ganz klein bisschen nur. Und es hat ja ganz gut geklappt. Ach, das war schön mit euch. Das war richtig, richtig schön. Ich sag nochmal Danke für die vielen, vielen Daumen und darüber, dass ihr so viel Geduld mit mir hattet am Anfang und nicht weggelaufen seid, wo der Bildschirm schwarz war. Aber die beiden Jungs haben mir ja sofort geholfen. Shorty hat mich angerufen. Dani hat mich angeschrieben über WhatsApp. Mach TV an, der Bildschirm ist schwarz. Ja, und Shorty hat mir ein heulendes Smiley geschickt. Das Bild ist schwarz. Ich habe das nicht sofort gemerkt, aber wo er angerufen hat, das habe ich sofort gemerkt. Also, ich habe ja versprochen, dass ich das Phone anlasse. Und das war richtig, dass ich das auch heute wieder so gemacht habe. Das Bing Bing am Hintergrund, wenn da mal was kommt oder so hier, das stört ja eigentlich nicht wirklich im Stream und da ist das schon in Ordnung. Wenn da sowas eintritt wie heute, ist es super, wenn ich erreichbar bin. Ich kann nur wieder nochmal sagen, danke, danke, danke. Danke, Shorty, danke, Dani. Ihr seid spitze, ihr zwei. Ja, und unser Mike und unser Modder war auch wieder da, unser Thunder. Das war ja richtig schön heute. Der ist ja schon so fleißig dabei und beschäftigt sich mit dem LS22 schon. Da freue ich mich auch riesig drüber. Also, das ist eine feine Sache. Unser weltbester Modder. Unser Thunder. Der ist schon klasse. So. Jetzt sind wir den Berg hoch. Jetzt bin ich mal gespannt. So weit kann es gar nicht mehr sein. Jetzt glaube ich. Ich mache mal die Karte an. Naja, mal gucken, ob er den Abzweig hier nehmen kann. Aber ich vermute schon. Das ist ja auch ein Stück normale Straße. Er wird jetzt rechts rumfahren. Ah, hier diese Gestaltung. Schaut euch das mal an. Ist das nicht schön? Diese Kleinigkeiten, die machen doch eine Karte aus. Jetzt mache ich da mal das wieder weg hier, damit wir mehr sehen. Okay, ich vermute, das ist das Gebäude, wo wir hin müssen hier. Ja. Über den Bordstein, alles klar.
Wunderbar gemacht. Nee, doch nicht. Er fährt hier vorbei. Da ist das da vorne, das Gebäude wahrscheinlich, das große dort. Okay. Ah ja. Also. Nee, doch nicht. Er muss hier drehen oder was macht er jetzt? Weil ich vielleicht die Fahrtrichtung anders vorgegeben habe, dann ist das doch hier oben. Okay, dann ist das das hier oben. Gut, da fahren wir jetzt gemeinsam weiter. Oh weia, hier brauche ich echt Kraft. Also da, ich muss mir einen anderen Traktor noch anschaffen für unterwegs, unbedingt. Ich werde Kredit aufnehmen, habe ich mir überlegt. Hier muss ein Glas her. Da habe ich schon einen entdeckt und den werde ich mir definitiv holen. Da muss ich den Kredit halt abbezahlen, das ist auch nicht so schlimm. Fangen wir halt mal ein Spiel mit Kredit an, das habe ich auch noch nie gemacht. Das ist auch Neuland für mich und mal gucken, wie sich das anfühlt nachher, wie das funktioniert. Aber so schlimm kann es auch nicht sein. Die Regierungssubventionierung will ich nicht anwenden. Das ist zu leicht und zu einfach. Das ist nicht so meins. Ein bisschen eine Herausforderung muss man schon haben. Ne? So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir oben. Jetzt wird aber ein bisschen schneller und flockiger fahren können. Jetzt muss ich mal schauen, wo wir hin müssen. Ich fahre einfach mal da vorne hoch. Wir werden uns einfach mal umschauen. Irgendwo wird ein Trigger sein. So, und hier hat er dann irgendwo vorhin ein Hindernis gehabt und wollte... Ach, guck, wir sind ja schon richtig. Klasse. Mein Bauchgefühl in allen Ehren. Also wirklich, das ist nicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich auf meinen Bauch höre. So. Okay, halt. So. Na, jetzt bin ich aber gespannt, wie viel wir da bekommen. Der Preis war ja ordentlich. 13.839 Euro. Boah. Herrlich. Jetzt sind wir bei 91.000. Juhu. Da brauche ich gar nicht viel Kredit aufnehmen. Nur ein bisschen. Für den Traktor, den ich da möchte. Oder ich tue ihn mieten. Das ist natürlich auch eine Idee. Und wir werden hier mal gucken, dass ich jetzt hier umdrehe. Ja. So, und dann fahren wir nach Hause. Komm. Komm her, mein Schatz. Wir fahren jetzt nach Hause. Ich bringe die noch, ich hätte gleich gesagt, um die Ecke. Das mache ich nicht. Nein, um die Kurve bringe ich dich, nicht um die Ecke. So. Helfer. Shop erstellen. Ja, so langsam klappt das richtig gut. So, jetzt schicke ich den wieder hierher. Und die Fahrtrichtung bitte schön dahin. Shop starten. Zurück. Und er fährt los. Gut. Er kann jetzt alleine ankommen. Jetzt schalte ich mal durch mit dem Tab. Und nach Hause. Ich muss ja hier auch noch was machen. Das geht ja nicht, dass ich nur in der Gegend umherkutsche, ne? Ja, ganz schöne große Steine. So, ich bin jetzt einfach hier mal mitten durchgefahren. Da brauche ich hier nicht so doll auf die Linie achten. Auf die Fahrlinie. Auf meine Linie achte ich schon. Ich rede mich hier wieder um Kopf und Kragen. Ich sehe das schon. So, ab. Noch ein bisschen grubbern. Oh, das ist ja schon wieder eine halbe Stunde, dass ich hier dabei bin. Das ist ja Wahnsinn. Da werde ich das offscreen fertig grubbern. Halt mal an. Steig mal kurz aus. Der wird dann schon nach Hause kommen. Unser Traktor. Okay. Meine lieben Zuschauer, dann war es das für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Das ist das Wichtigste. Das wisst ihr. Und ich sag mal, bis heute Abend. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Da freue ich mich riesig drüber. Heute Abend treffen wir uns bei Shorty. Dann
Also bis heute Abend. Tschüssi, eure Maritzel.